Liebe Hernerinnen und Herner, in diesem Jahr ist alles anders. Die Infektionskrankheit Covid-19 setzt uns seit März mit großer Vehemenz zu und verlangt uns auch in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges ab. Die Auswirkungen der weltweiten Pandemie haben bei uns tiefe Spuren hinterlassen. Zuallererst wollen wir jener Menschen gedenken, die wir an das Virus verloren haben. Jeder einzelne Verlust schmerzt. Für uns muss das jedoch ein Ansporn sein, nicht nachzulassen. Hoffnung machen im Moment die Vorbereitung auf die Impfung, die am Wochenende in den ersten Herner Alten- und Pflegeeinrichtungen beginnen. Darauf haben wir lange gewartet. Vielen Menschen geht es im Moment nicht gut. Gerade sie brauchen jetzt Mut für die Zukunft. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie können wirklich Hoffnung haben. In Herne steckt mittlerweile ganz viel Kraft und wir haben einen guten Plan für 2021. So wird man noch viel von der Exzellenzforschung aus dem Ruhr Valley in Herne hören. Es werden weitere Arbeitsplätze geschaffen und Herne wird mehr und mehr zu einem der Top-Ausbildungsstandorte in der Gesundheitswirtschaft. Der Revierpark bekommt ein neues, freundliches, frisches Gesicht. Und wir werden uns weiter für den Klima- und Ressourcenschutz stark machen, neue grüne Oasen in der Stadt schaffen und unsere Pläne für Vorzeigeareale wie General Blumenthal und das Funkenbergquartier forcieren. Auch die Zukunft der Innenstädte bleibt ein wichtiges Thema. Die Fertigstellung des Landmarkengebäudes, der Baubeginn des Europagartens in der Herner City und unser Projekt 2020 Plus in der Wanner Innenstadt sind Beispiele für die Aufwertung unserer beiden großen Fußgängerzonen. Weitere Ausrufezeichen werden 2021 folgen. Lassen Sie uns da ja weiter zusammenhalten, umeinander kümmern und gegenseitig Respekt zollen. Herne packt das. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins Jahr 2021 und vor allem bleiben Sie bitte gesund. Mhm.